Wie Sie schon gesagt haben, es geht um Sprachtherapie bei demenziellen Erkrankungen. Und wir haben den Vortrag in zwei Teile geteilt. Ich werde ein bisschen mehr etwas Theoretisches Ihnen vorstellen zu unserer Arbeit und möchte dann gerne an meine Kollegin, die Frau Schroff, übergeben, die anhand eines sehr konkreten Beispiels noch etwas zur Biografiearbeit Ihnen erzählen und auch zeigen möchte. Ja, Sie haben schon ganz richtig gesagt, mein Name ist Antje Tonsch, ich bin Diplompädagogin von der Ausbildung her und akademische Sprachtherapeutin. Ich habe bis 1990 an der Universität zu Köln studiert, dort meinen Abschluss gemacht, zunächst schwerpunktmäßig in der Kindertherapie in einem sozialpädiatrischen Zentrum in Düren gearbeitet und ja, dann Familie gegründet. Es gab einige Wechsel und in 2001 habe ich mich dann dazu entschlossen, in eigener Praxis weiterzumachen. Der Schwerpunkt lag immer im Bereich der Kindertherapie und der Neurologie. Und so habe ich im Laufe der Zeit dann einen Abschluss als Fachtherapeutin für geriatrische Logopädie gemacht, eine Ausbildung dazu als Fachtherapeutin. Und dachte mir, naja, ich möchte in diesem Bereich der Demenz weiterarbeiten und habe im Berufsverband die Arbeitsgruppe Sprachtherapie bei Demenz gegründet, in der auch die Frau Schroff mitarbeitet. Und ich gebe jetzt mal das Wort an die Frau Schroff, damit Sie die auch kennenlernen. Ja, ganz kurz nur, mein Name ist Michaela Schroff. Ich habe auch in Köln studiert und arbeite auch in eigener Praxis, bin von Beginn an in der AG Sprachtherapie bei Demenz dabei gewesen. Ja, mein Schwerpunkt liegt eigentlich auf neurologisch erkrankten Patienten und da hat sich in der letzten Zeit immer mehr halt der Schwerpunkt Demenz herausentwickelt und so sind wir in unserer Arbeit zusammengekommen und es macht mir sehr viel Freude, da zu arbeiten und ich freue mich, Ihnen gleich auch ein paar praktische Sachen vorstellen zu dürfen. Ja, dann mache ich weiter. Wir möchten das Ganze noch gerne in ein bisschen größeren Rahmen einsortieren, wer wir überhaupt sind. Der Deutsche Bundesverband für akademische Sprachtherapie und Logopädie ist ein Verband akademisch ausgebildeter Sprachtherapeuten und Logopäden. Und ja, warum betonen wir das so? Das tun wir deshalb, weil uns diese akademische Ausbildung schon wichtig ist, denn dies entspricht den europäischen Standards für Sprachtherapeuten. Nur in Deutschland ist es noch immer möglich, ohne einen akademischen Hintergrund in diesem Feld beruflich tätig zu sein. Und in unserem Verband sind neben den akademischen Sprachtherapeuten und Logopäden auch mit im Verband die klinischen Linguisten, Patholinguisten und klinische Sprechwissenschaftler. Und so kommen aus verschiedenen Schwerpunktbereichen, kommt das Wissen einfach zusammen und das ergänzt sich sehr gut. In der Anmoderation wurde schon gesagt, dass der Tätigkeitsbereich in der Prävention, also in vielfältig ist und das geht von der Prävention von Störungen hinüber in den Bereich der Beratung. Da haben wir das Umfeld mit im Blick. Wir, gerade wenn es um demenziell erkrankte Patienten geht, die zu uns kommen, dann stellt der Bereich der Beratung der Betroffenen, die häufig von den Ärzten nicht gut aufgeklärt worden sind, die Beratung aber auch der Angehörigen und des Pflegepersonals, das stellt immer einen ganz großen Bereich unserer Arbeit dar. Schwerpunkt ist dann letztendlich natürlich die Diagnostik und Therapie der verschiedenen Störungsbilder und auch die Nachsorge. Wir behandeln Störungen der Sprache, des Sprechens, der Kommunikation, der Stimme und auch, was vielen Leuten nicht so bekannt ist, des Schluckens und der Nahrungsaufnahme. Diesen Bereich möchte ich unbedingt auch deshalb erwähnen, weil der bei demenziell erkrankten Personen häufig auch eine große Rolle spielt. Und ja, wir in diesem Bereich auch immer viel zu tun haben. Wir haben das schon kurz angeschnitten in den vergangenen Tagen, wenn es um das Einbeziehen der Sinne ging, um Nahrungsaufnahme. Das ist ja schon ein paar Mal so kurz angesprochen worden.
Wir behandeln also jetzt als Sprachtherapeuten Patienten im Grunde genommen jeden Alters zu uns kommen, sowohl Familien mit einem Neugeborenen. Das kann sein aufgrund eines Syndroms, das kann eben auch aufgrund von Problemen in der Nahrungsaufnahme sein, aber auch Jugendliche und Erwachsene bis hin zu palliativen Patienten, die wir im Sinne der palliativen Logopädie auch bis zum Schluss begleiten. Was erwartet Sie von uns? Informationen zur Sprachtherapie bei Demenz. Einmal das Wichtige, was ist überhaupt Ziel in einer solchen Therapie? Dann die Bedeutung der verschiedenen Demenzformen, die Inhalte der Therapie. Und dann gehen wir über zu dem mehr praktischeren Teil, zu den Methoden in der Therapie. Dort haben wir drei Methoden, die uns als sehr wesentlich erscheinen, exemplarisch ausgewählt, auf die wir näher eingehen möchten, insbesondere auf den letzten Aspekt der biografischen Arbeit in der Sprachtherapie. Ganz kurz, eine Definition der Demenz aus der Sicht einer klinischen Linguistin. Frau Professor Dr. Heidler hat einmal gesagt, Demenzen sind Syndrome, die gekennzeichnet sind durch den plötzlichen oder chronisch fortschreitenden Verlust von mindestens 2 zuvor intakten kognitiven Funktionen. Und diese kognitiven Funktionen sind zum Beispiel das Gedächtnis, die Aufmerksamkeit und natürlich auch die Sprache und viele andere Funktionen. Und von diesen kognitiven Fähigkeiten sind mindestens 2 betroffen, und zwar in einer derartigen Form, dass es zu deutlichen Auswirkungen in der Alltagsbewältigung kommt. Sprachtherapie bei Demenz. Hierbei geht es um die Ermöglichung der Teilhabe. Es geht darum, im Leben zu bleiben, im Kontakt zu bleiben mit anderen Menschen. Und es geht vor allen Dingen um Lebensqualität. Es geht um Kommunikation und uns geht es immer um den möglichst langen Erhalt von Ressourcen. Es geht natürlich auch, und das möchte ich an dieser Stelle noch einmal erwähnen, um die sichere Nahrungsaufnahme, die ganz essentiell und wichtig für diesen Personenkreis ist. Die verschiedenen Demenzformen mit sprachtherapeutisch relevanten Problemen sind vielfältig, und ich möchte an dieser Stelle mal ganz exemplarisch 4 verschiedene Demenzformen beleuchten, kurz beleuchten, damit Sie so eine Idee bekommen, womit wir es in der Praxis häufig zu tun haben. Meistens denkt man bei Demenz als erstes an die Alzheimer-Demenz. Viele Menschen, mit denen man über die Alzheimer-Demenz spricht, auch so im Alltag, die sagen dann, naja, aber so ein Patient oder ein Betroffener der Alzheimer-Demenz, der kann doch eigentlich noch recht lange gut sprechen. Ganz zum Schluss sind da Probleme. Warum ist das denn ein Aufgabenbereich für euch? Und für uns stellt sich das so dar, dass natürlich zu Beginn der Erkrankung die sprachliche Ausdrucksfähigkeit sich nur schwer von der eines Gesunden unterscheiden lässt. Man muss dann schon etwas genauer hingucken. Wenn man aber mit den Angehörigen spricht, dann wird schon sehr früh von Wortfindungsstörungen berichtet. Es fällt auf, dass der rote Faden im Gespräch nicht mehr so da ist. Es kommt häufig zu Wortfindungsstörungen, vermehrt kommt es zu Pausen. Dinge können nicht mehr so gut benannt werden und es kommt dann so zu Umschreibungen, auch zu sogenannten Passepartout-Wörtern, die benutzt werden. Und im Verlauf der Erkrankung nehmen die Wortfindungsstörungen dann zu, sodass es im Gespräch häufig auch zu einer Inhaltsarmut kommt, zu einer Weitschweifigkeit im Gespräch. Und es fällt dann auch auf, dass nicht nur das Sprechen betroffen ist, sondern auch das Lesen, das Leseverstehen und das Schreiben. Ja, sehr spät im Verlauf kommt es dann zum Verlust kohärenter Sprache. Es fällt auf, dass einige Patienten nur noch echolalisch sprechen, dass sie immer wiederkehrende Äußerungen machen, sogenannte Recurring Utterances.
Das Mitsprechen von biografisch bedeutsamen Texten wie Gebeten oder auch das Singen von Liedern, das bleibt aber noch sehr lange erhalten. Das Sprachverständnis ist dann irgendwann auch stark betroffen. Ganz anders stellt sich die Situation da bei Patienten, die von einer primär progressiven Aphasie betroffen sind. Dieses Erkrankungsbild ist dadurch gekennzeichnet, dass die sprachlichen Fähigkeiten schon recht früh in einer dramatischen Weise betroffen sind. Die Personen haben häufig schon früh Probleme, Sätze zu bilden. Ihre Sprache ist gekennzeichnet von einer Sprechanstrengung. Sie haben deutliche Wortfindungsstörungen. Und anders als bei der Alzheimer-Demenz sind die anderen kognitiven Fähigkeiten wie das Gedächtnis und die räumlich-zeitliche Orientierung sehr, sehr lange gut erhalten. Und der Fokus liegt wirklich im Bereich Sprache. Die semantische Demenz, da finden wir im Namen die Semantik, und das ist genau das, was primär betroffen ist. Das ist eine flüssige Form des Sprechens. Die Sprache ist inhaltsleer, es kommt zu schweren Benennstörungen. Hier ist die Grammatik, die Satzbildung eher intakt, und es kommt schon recht früh auch zu großen Problemen in der Verständigung, im Sprachverständnis und in der Möglichkeit, sich mitzuteilen. Als letzte Form möchte ich noch die vaskuläre Demenz nennen. Das ist ja eine Gefäßerkrankung, und je nachdem, welches Gebiet betroffen ist, äußern sich die Sprachstörungen in einer sehr unterschiedlichen Form. Die können stärker sein, im Fokus stehen. Es kann aber auch sein, dass Sprache nur geringfügig oder gar nicht betroffen ist. Nun haben wir hier so ganz verschiedene Demenzformen. Wenn wir uns das gesamte Spektrum der Demenz angucken. Ich habe in der Literatur gefunden, dass man mittlerweile 140 verschiedene Demenzformen voneinander unterscheidet. Und da muss man sagen, die verschiedenen Demenzformen führen natürlich zu verschiedenen sprachlichen Symptomen. Und die verschiedenen sprachlichen Symptome, die bedürfen auch einer jeweils ganz individuellen therapeutischen Herangehensweise. Im Alltag ist es aber so, dass die Patienten nur sehr selten kommen und eine klar definierbare Diagnose mitbringen. Und diese Demenzformen sind auch gar nicht immer so klar voneinander zu trennen. Mir passiert es häufiger, dass ich Patienten behandle und die Ärzte zu Beginn der Behandlung eine ganz andere Diagnose stellen als im weiteren Verlauf. Professor Dr. Steiner hat mal dazu gesagt, dass die Zuordnung der Demenz zu einer Demenzform für unsere therapeutischen Maßnahmen zwar eine Rolle spielt, weil sie im Verlauf zu unterschiedlichen therapeutischen Zielsetzungen führt, aber es spielt eine untergeordnete Rolle. Entscheidend ist, dass wir Therapeuten die Bedürfnisse der Patienten aufspüren, dass wir erkennen, welche Ressourcen noch da sind, dass wir diese Ressourcen versuchen zu erhalten und zu stärken, sodass halt Teilhabe weiterhin möglich ist. Was können wir als Sprachtherapeuten nun leisten? Die ICF, International Classification of Functioning, Disability and Health, wurde 2001 von der WHO herausgegeben und bildet die Grundlage der heutigen Heilmittelverordnung, auf die sich die Ärzte berufen, wenn sie eben Sprachtherapie verordnen. Und aufgrund dieser Klassifikation kommt es eigentlich zu einer Neubewertung dessen, was wir Erfolg in der Therapie nennen und damit auch, welche Ziele wir uns setzen müssen. Nicht mehr die Symptombehandlung steht im Vordergrund, sondern die Verbesserung der Lebensqualität. Das ist ja auch in den vergangenen Tagen schon häufig Thema gewesen, die Lebensqualität, wie wichtig das ist, dass es darum letztendlich geht, insbesondere bei demenziell Erkrankten. Aber für uns als Therapeuten ist das unabhängig vom Störungsbild. Wir müssen dies immer im Fokus haben, wenn wir mit den Menschen zusammenarbeiten. Es macht gar keinen Sinn, auf der funktionellen Ebene nur zu denken und zu arbeiten. Man muss immer den gesamten Menschen da im Blick haben.
Und die Therapie gilt dann als effektiv, wenn der Mensch am Leben teilnehmen kann. Wie kommen wir jetzt dahin, dass wir die sprachlichen Fähigkeiten nutzen können? Wir müssen natürlich die Ressourcen herausarbeiten, ganz klar. Wir müssen gucken, was der Betroffene noch gut kann. Dabei geht es nicht nur um die verbalen Fähigkeiten. Natürlich haben Sie auch oder haben wir im Titel Sprache in der Therapie, aber es gibt ja nicht nur die verbale Sprache, wir haben auch Körpersprache, wir haben den ganz großen Bereich der nonverbalen Sprache und auch im Bereich der verbalen Sprache differenzieren wir zwischen der gesprochenen Sprache und der Schriftsprache. Und all diese Bereiche, die schauen wir uns in der Diagnostik an. Danach müssen wir uns natürlich fragen, so, wir haben jetzt bestimmte Ressourcen, bestimmte Fähigkeiten, die noch vorhanden sind. Wie können wir diese Fähigkeiten einsetzen? Wie können wir damit arbeiten, um letztendlich diese Fähigkeiten möglichst lange zu erhalten und auch nutzbar zu machen für den Alltag? Also es geht in der Therapie nicht darum, ein Funktionstraining zu machen, sondern es muss immer in das Leben, in die Umwelt des jeweiligen Menschen eingebettet werden, einen Bezug dazu haben. Nun werden wir immer wieder gefragt, gerade bei Demenz, ja, ist denn die Sprachtherapie auch noch sinnvoll, wenn die Demenz schon weiter fortgeschritten ist? Das ist doch nur was für das Anfangsstadium, wenn die Leute auch noch sprechen können, vielleicht noch für das mittlere Stadium der Demenz. Und das findet man auch häufig in der Literatur, dass die Sprachtherapie nur im frühen Stadium Sinn macht. Die Realität in unserem Alltag sieht häufig, zumindest bei mir in der freien Praxis, so aus, dass die Patienten erst dann überwiesen werden, wenn die Demenz schon relativ weit fortgeschritten ist. Das hat verschiedene Gründe, auf die ich jetzt hier gar nicht weiter eingehen möchte. Ich glaube, das führt zu weit. Aber auch da ist natürlich noch viel zu machen. Sprachtherapie unterstützt Kommunikation. Und um Kommunikation geht es uns. Svenja Sachweh hat einmal dazu geschrieben, Svenja Sachweh ist eine Kommunikationswissenschaftlerin, wenn demenziell erkrankte Menschen von sich aus keinen Kontakt mehr zu uns aufnehmen können, dann heißt das ja nicht, dass sie nicht mehr kommunizieren wollen und dass wir sie deshalb ignorieren können. Gerade dann gilt es ihnen, kommunikative Angebote zu machen, damit sie mit anderen Menschen in Kontakt treten und sich als Teil einer sozialen Gesellschaft fühlen können. Und gerade der Vortrag von der Frau Höhn jetzt vor mir hat ja sehr schön gezeigt, wie ich finde, wie kommunikative Angebote in ganz verschiedenen Kontexten gemacht werden können. Das fand ich nochmal ja, sehr erfrischend, sehr schön, diese Arbeit zu sehen, wo die Menschen auch angesprochen werden und sich einbringen können. Den Wunsch nach Kommunikation haben alle Menschen, auch Menschen, die selber eben sich nicht mehr äußern können, auch Menschen in palliativen Situationen. Wenn uns niemand mehr anspricht, dann fühlen wir uns ja gar nicht mehr gesehen, dann sind wir nicht mehr da. Und Kommunikation ist nicht nur verbal, sondern auch nonverbal möglich. Und je nachdem, welche Ausbildung man als Sprachtherapeutin noch zusätzlich hat, die meisten unserer Kolleginnen absolvieren ja viele Fort- und Weiterbildungen. Und so kommt es, dass wir auch Elemente aus anderen Bereichen mit in unsere Sprachtherapie einfließen lassen können. Und da werden zum Beispiel Elemente benutzt aus der basalen Stimulation, wo wir das Taktile ansprechen, Elemente aus der Aromatherapie, wo es um das Olfaktorische geht. Und da gebe ich jetzt direkt mal eben ganz kurz an die Michaela weiter, die da vorhin noch gesagt hat, ach, das kann ich noch durch ein Beispiel gut erläutern und veranschaulichen. Genau, denn in der Aromatherapie, also es ist jetzt nicht direkt die Therapie gewesen, aber ich arbeite sehr viel mit demenziell veränderten Patienten in einem Demenzdorf, wo dann auch in jedem einzelnen Haus immer frisch gekocht wird. Und da gibt es eine Bewohnerin, die wirklich sehr in sich versunken und schon sehr demenziell verändert ist. Und letzte Woche gab es Himmel und Erde. Und sie roch
Die Blutwurst durchs ganze Haus und man sah wirklich, wie sie von Minute zu Minute wacher wurde, sich immer weiter aufrichtete und auch immer mal wieder den Blick in Richtung Küche geworfen hat, wo man wirklich merkte, das aktiviert gerade unheimlich. Da merkt man, wie wichtig diese ganzen Erfahrungen für die Patienten, für die dementiell veränderten Patienten sind. Ja, danke für deine Ergänzung. Und auch wenn wir eine sprachtherapeutische Sitzung haben, dann macht es ja immer Sinn, die Menschen zunächst einmal kognitiv zu aktivieren. Ich erlebe das immer wieder, wenn ich in Seniorenheime gehe. Also wir machen auch Hausbesuche. Es ist nicht so, dass die Patienten nur zu uns kommen. Dann ist es häufig so, dass ich die Patienten vorfinde in einer Situation, wo sie doch sehr in sich versunken sind. Man hat das Gefühl, dass die Umwelt gar nicht mehr so richtig wahrgenommen wird. Sie sind vielleicht schon seit Stunden nicht mehr angesprochen worden. Und wenn sie dann plötzlich an etwas riechen können, manchmal kann man auch so kleine Duftfläschchen mitbringen, je nach Biografie kann man da was auswählen, dann kann man sie einfach auch wieder ins Hier und Jetzt sehr gut zurückholen. Diese Musiktherapie, die hat uns ja der Herr Sonntag vorgestellt. Es ist auch nicht so, dass wir Musiktherapie wirklich machen, sondern wir nutzen Elemente aus der Musiktherapie. Und gesungen wird sehr häufig in der Sprachtherapie. Lieder werden angespielt. Ich habe lange jetzt mit einem Patienten gearbeitet mit vaskulärer Demenz, der sehr die klassische Musik mochte und dort haben wir viele Stücke von Johann Sebastian Bach gehört, haben da immer wieder einzelne Passagen mal uns gemeinsam angehört und sind darüber dann auch ins Gespräch gekommen. Also das kann man oft so als Türöffner nutzen und wundert sich manchmal, welche Reaktionen von den Menschen kommen. Dann möchte ich noch etwas nennen, was wir bisher noch nicht so im Blick hatten, die Klangschalentherapie. Ich nenne es deshalb insbesondere, weil eine Kollegin aus unserer Arbeitsgruppe in diesem Bereich unterwegs ist. Sie arbeitet mit Klangschalen und diese ganzheitliche Methode, bei der ja verschiedene Sinne miteinander angesprochen werden, über den auditiven Kanal, dann aber auch über vibratorische und taktile Reize, kann so ein Zugang erfolgen und man kann beobachten, dass es bei den Betroffenen, bei den Patienten, mit denen mit Klangschalentherapie gearbeitet wird, dass es zu einer verbesserten Körperwahrnehmung kommt, dass es zu einer Harmonisierung und Entspannung kommt und gleichzeitig häufig auch zu einer Vitalisierung, also manchmal auch so, dass die Betroffenen dann den Schlegel selbst in die Hand nehmen möchten, dass sie mitmachen, dass sie es anschlagen. Und durch diese wertschätzende und achtsame Methode, natürlich auch was wir in der basalen Stimulation und diesen anderen genannten Therapiemethoden finden, aber insbesondere auch in der Klangschalentherapie, diese wertschätzende Methode, da werden oft Erinnerungen geweckt. Zum Beispiel vielleicht durch die Klangschalen, die Erinnerungen an Kirchenglocken, die läuten. Und das führt dann häufig auch dazu, dass Menschen wieder in die Sprache finden und beginnen, von Erlebnissen zu berichten. Wenn sie selbst aber gar nicht mehr sprechen können, dann ist es ganz wichtig, dass wir die Menschen ansprechen. Wer zum Schluss nicht mehr sprechen kann, möchte angesprochen werden. Ich möchte nun nochmal zurückkommen, mehr zu diesem Bereich der verbalen Ausdrucksmöglichkeiten und Ihnen einen kleinen Ausschnitt zeigen aus einem Gespräch, was Professor Dr. Jürgen Steiner, der an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich lehrt, und sich seit einigen Jahren auch mit dem Bereich der Sprachtherapie bei dementiell Erkrankten beschäftigt. Ein Ausschnitt aus dem Gespräch von ihm mit Frau Rohrer. Frau Rohrer ist eine erkrankte Person. Sie leidet an der Lewy Body Demenz, hat die Diagnose im Alter von 56 Jahren erhalten. Bis dahin war sie als Übersetzerin für 7 Sprachen tätig. Und sie selber sagt, dass sie diese Sprachen größtenteils verloren hat.
Und sie selbst hat Sprachtherapie erhalten und erzählt ein wenig darüber. So, jetzt muss ich mal eben, fällt mir gerade ein, in die Präsentation, nein, nochmal, Entschuldigung, ich habe das jetzt gestoppt. Ich gehe nochmal neu in das Teilen, in die Bildschirmteilung rein, weil ich möchte den Ton freigeben, damit das möglichst gut übertragen wird. Ich hoffe, Sie sehen das jetzt alle wieder und ich hoffe, dass es dann klappt. So, jetzt startet das natürlich gerade nicht. Schade. Nicht eins weiter. Mich interessiert einfach so, der Fokus jetzt Sprache gehen. Und Kommunikation, weil es einfach mein Bereich ist. Wenn man dich ja sprechen hört, dann denkt man, ja, das ist doch alles perfekt, das ist doch alles gut. Ist es denn so perfekt oder gibt es da irgendwas im Hintergrund? Am Anfang war ich sprachlich nicht so wie jetzt. Ich kann wohl sagen, so die ersten 2 Jahre habe ich diese Defizite sogar schriftlich festgelegt. Ich glaube, da kommt mir mein gewesener Beruf sehr zugute. Ich habe diese Wortfindungsstörungen aufgeschrieben. Mir fielen die einfachsten Begriffe nicht ein für eine Sache. Ja, wie heißt das, wo man dieses Fenster da zumacht? Ich habe Vokale weggelassen. Ich habe sie vertauscht. Nachher, weil die Sprache für mich mein Instrument ist, habe ich angefangen zu üben. Und dass ich heute so dastehe, glaube ich, ist das Ergebnis von dieser guten logopädischen Betreuung und meine Konsequenz. Was mich interessieren würde, wäre, was hilft im Gespräch? Also ich glaube, im Gespräch hilft erstens Ihr Wissen über die Art von Demenz und das Stadium, in dem sich ein Patient befindet. Weil dementsprechend habe ich ja auch die Konzentration, die Aufmerksamkeit. Also ich muss auch einfach gut drauf sein an dem Tag. Ist sowas wie Tempo raus? Sinnvoll? Das Tempo ist angepasst an mich. Also es ist eine Langsamkeit, aber eine guttunende für beide Seiten, weil, ja, du merkst vielleicht, bei uns ist ja immer auch eine Emotion im Sprechen. Und es gibt auch so Sätze oder Wörter, die mich an etwas erinnern. Ich hatte manchmal auch so ein paar Tränen vergossen, weil ich mich so an meine Vergangenheit erinnert habe, wo ich ja auch unterrichtet habe. Und ich habe ja die anderen, sage ich jetzt mal, gecoacht. Und jetzt sitze ich da auf diesem Stuhl. Und ja, und dann ist die Feinfühligkeit gefragt. Und dann sage ich, da muss man nicht unbedingt stur dieses Programm durchziehen, diese Blätter. Dann gingen sie auf mich ein. Also ich sage dir einfach, ich habe mich auf jeden Termin gefreut. Und ich merke, dass ich große Fortschritte, kann man das nicht nennen. Ich bin zurückgekehrt zu dem, was ich hatte. Ich habe meine Ressourcen gefestigt. Die Ärzte sind ja im Prinzip zurückhaltend. Das heißt, bei Schlaganfall ist die Logopädie im Leistungskatalog drin. Bei einer beginnenden Demenz, unabhängig von der Form, ist es nicht drin. Wäre das für andere Patienten auch was? Du hast ja Kontakt zu vielen Leuten, auch in der Selbsthilfe und so weiter. Ist das so? Oder bist du der Einzelfall, der jetzt mal Logopädie bekommt? Nein, ich bin auf keinen Fall ein Einzelfall oder so ein Paradiesvogel, wie ich oft höre. Ich denke, wenn eine Diagnose in einem jungen Alter gestellt wird oder, ja gut, es kann auch jemand sein, der schon 70 ist und eine Frühphase wird erkannt und die Sprache baut ja immer zuerst ab, dann ist es enorm wichtig, dieses Instrument der Kommunikation zu unterstützen. Also ich plädiere dafür, dass von Anfang an, gleich nach Diagnosestellung, diese Möglichkeit besteht,
logopädisch betreut zu werden. Das ist ja, das freut uns natürlich sehr, dass, ich muss jetzt mal gerade gucken, ich hoffe, ich bin in der Präsentation noch drin. Kann ich mal eine Rückmeldung bekommen? Wir sehen noch alle. Okay, wunderbar. Weil ich sehe sie gerade nicht mehr. Das hat sich hier nämlich bei mir auf dem Bildschirm geändert. Okay, dann kann ich gut weitermachen. Dankeschön. Ja, wir haben uns natürlich sehr gefreut über die Äußerungen, die Frau Rohrer da so für unsere Berufsgruppe, so, dass sie da so ein großes Lob ausgesprochen hat. Und wir hoffen einfach, dass es noch viele Menschen gibt, denen diese Unterstützung zuteil werden wird. Und bei der Einladung zu dieser Tagung, dazu möchte ich jetzt kommen, haben wir uns gedacht, naja, Wahrnehmung und Resonanz, wo finden wir das überhaupt in der Sprachtherapie? Ihnen sind diese Begriffe sicherlich allen sehr geläufig. Wir in unserer alltäglichen Arbeit machen uns über die theoretischen Hintergründe häufig gar nicht so viele Gedanken und mussten uns mit dem Begriff der Resonanz zunächst einmal auseinandersetzen. Und als erstes, ganz naheliegend, haben wir geguckt, was heißt das denn in der Physik? Resonanz bedeutet in der Physik ein Mitschwingen, ein Mittönen eines Körpers mit einem anderen. Resonanz bedeutet in der Psychologie ein empathisches Mitansprechen oder auch Mitschwingen von Gefühlen und Gedanken bei anderen Menschen. Und da haben wir gesehen, das, was in den vergangenen Tagen auch immer wieder anklang, das ist ein wechselseitiger Prozess. Das ist ein zwischenmenschlicher Prozess, der da stattfindet. Und das wird auf der physikalischen Ebene beschrieben, das wird in der Psychologie so beschrieben. Und das finden wir ja auch in der Sprachtherapie so. Wahrnehmung und Resonanz spielen eine ganz große Rolle, denn wir müssen immer auf die Patienten individuell eingehen, seine Bedürfnisse und Empfindungen wahrnehmen und dann mit ihm mitschwingen, sodass es zu einem guten Miteinander kommt und man einen gemeinsamen Weg findet, der für den Patienten eben auch eine Alltagsrelevanz hat. Damit haben wir nun den ersten Teil schon abgeschlossen. Ich komme zu den Methoden in der Therapie. Welche Methoden nutzen wir da überhaupt? Und da hat an den vergangenen Tagen viel der Begriff der Validation, zum Beispiel beim Herrn Teves und heute auch in einem Vortrag, ich weiß jetzt nicht mehr, wer es war, fiel dieser Begriff der integrativen Validation ein paar Mal. Das ist eigentlich keine Methode, sondern eine Grundhaltung. Wir orientieren uns da an Nicole Richards, die sagt, der Mensch mit Demenz soll in seiner Wirklichkeit, in seinem Selbsterleben verstanden und angenommen und in seiner Identität wahrgenommen und gestärkt fühlen. Und dabei möchte diese Methode eine Hilfe geben. Und dies kann halt auch gelingen, dass man den Menschen wirklich wahrnimmt, wenn man sich auf seine Welt einlässt. Wenn man hinhört, wenn man auf die Körpersprache achtet, auf Gestik, Mimik und die Blicke, auch auf die Stimme, was schon ein paar Mal angeklungen ist, dann können wir uns auf diesen Menschen gut einstimmen, mit ihm mitgehen und in eine Resonanz treten. Und diese ressourcenorientierte Methode der Gesprächsführung, bei der geht man davon aus, dass das Verhalten eines jeden Menschen letztendlich von Gefühlen und Antrieben geleitet wird. Und unsere Aufgabe als Therapeut ist es dann, diese Gefühle wie zum Beispiel Trauer, Wut, Fröhlichkeit, Freude und die Antriebe, sowas wie Pünktlichkeit, Sauberkeit, Ordnungssinn, diese Antriebe, die diesem Menschen ganz persönlich zugrunde liegen oder in diesem Moment auch wichtig sind, die zu erkennen und wertschätzend wiederzugeben. Die werden verbalisiert und dadurch kommt es dazu, dass der Erkrankte sich verstanden fühlt. Validieren bedeutet wertschätzen. Ja, eine zweite Methode nach Professor Dr. Jürgen Steiner, den Sie eben im Video kurz gesehen haben, die ist noch recht jung, das nennt sich CODOP,
kommunizieren, dokumentieren und präsentieren. Unter dem Begriff kommunizieren verstehen wir, dass man gemeinsam mit dem Patienten ein persönlich bedeutsames Thema heraussucht, über das in der Stunde dann gesprochen werden soll. In einem früheren Stadium der Erkrankung gibt der demenziell Erkrankte dieses Thema selbst vor und wir als Therapeuten gehen darauf ein. Es kommt dann zum Gespräch. In einem späteren Stadium kann das Thema angeboten werden und wir beobachten einfach anhand der Reaktion, ob es ein gutes Thema ist und ob wir dort auf diesem Weg weitergehen. Die Inhalte des Gesprächs werden dann schriftlich festgehalten. Auch hier, je nach Ressource, macht das der Betroffene selbst oder wir als Therapeuten übernehmen die Verschriftlichung, damit man dann in einem nächsten Schritt dieses Aufgezeichnete nochmal benutzen kann, um anderen Personen es zu zeigen und zu präsentieren. Damit kommen wir auch zur biografisch orientierten Sprachtherapie, in der genau diese Methode von CODOP und auch die Validierung genutzt wird. Und ich stoppe jetzt mal hier meine Präsentation und gebe den Bildschirm dann meiner Kollegin frei, die Ihnen das anhand eines Beispieles mal veranschaulichen möchte, wie sie das in ihrer Arbeit umsetzt. Ja, wir kommen zur biografisch orientierten Sprachtherapie, ein, wie ich finde, unheimlich wichtiges, wertvolles Thema. Wir haben schon sehr viel gehört, man muss auf die einzelnen Menschen immer genau eingehen und das ist in der Biografiearbeit genau das, was wir tun. Und was bedeutet es? Ich orientiere mich an dem, was für meinen Gesprächspartner biografisch wertvoll, wichtig ist. Das heißt, ich höre nach, ich frage nach, was in der Biografie alles vorgekommen ist, solange die einzelnen Patienten halt noch dazu Auskunft geben können, mit dem Patienten selber, aber ansonsten auch mit seinem Umfeld. Und eine Möglichkeit, wie ich das Ganze dann zusammenfassen und das Ganze auch sinnvoll nutzen kann, ist das Erstellen eines Ich-Buches oder eines Biografiebuches. Und dazu möchte ich ein paar Beispiele geben. Woran orientiere ich mich, wenn ich so ein Buch erstellen möchte? Woran orientiere ich mich, wenn ich auf die einzelnen Bedürfnisse eingehe? In erster Linie und als wichtigster Lieferant von Informationen gelten immer die Eckdaten. Wann und wo ist ein Mensch geboren, kann mir schon unheimlich viele Informationen über diese Person geben. Zum Beispiel in bestimmten Regionen sind bestimmte Religiositäten, Glaubenssätze vorhanden. Und da kann ich auch sehen, selbst wenn der dementiell Veränderte selber nichts mehr sagen kann, weiß ich anhand dieser Eckdaten schon, wo kann man ihn einordnen, wo intendiert das schon, was gibt es da in dieser Kultur zum Beispiel auch für Normen und Werte, die ich dann verwenden kann. Ganz wichtig ist auch die Soziobiografie zu erfahren. Ja, wer ist denn da noch in der Familie? Wen hat derjenige noch, an den man sich auch wenden kann? Was gibt es? Sind Kinder da? Gab es Tiere in der Familie? Wer sind wichtige Personen? Worauf kann man eingehen? Die Soziobiografie ist der zweitwichtigste Punkt der nachfolgenden Bildungs- und Lernbiografie, um zu wissen, mit wem hat man es zu tun? Was war der Beruf? Was sind die Themen, die man aufgreifen kann? Aber auch andere Besonderheiten, was hat derjenige gemocht oder wie war seine Persönlichkeit, sind ganz wichtig in der Biografiearbeit. Wozu benutze ich diese Biografiearbeit? Was kann ich damit schaffen? Heike Grün hat einmal auf einer Fortbildung gesagt, wenn ich mich selbst vergesse, dann brauche ich jemanden, der mich kennt. Und genau das ist es, was wir versuchen in unserer Arbeit alle immer wieder zu schaffen, denn je mehr die Demenz fortschreitet, umso mehr vergisst sich derjenige. Und je früher wir anfangen, seine Biografie festzuhalten, seine Biografie erfahrbar zu machen, können wir demjenigen ja sein Selbst erhalten, solange wie möglich. In der Biografiearbeit nutze ich verschiedenste Möglichkeiten, um Erinnerungen zu schaffen, diese Erinnerungen festzuhalten und sie auch für den Betroffenen, aber auch für alle anderen lesbar zu machen.
Ich versuche, den Menschen genau da abzuholen, wo er gerade in diesem Moment ist. Das erfordert oft ein empathisches Einfühlen in die Situation. Denn manchmal ist ja auch mein 78-jähriger Patient gerade 20 und erzählt mir ganz begeistert, und wenn ich jetzt in die deutsche Fußballnationalmannschaft komme, dann heiratest du mich aber, oder? Und ja, genau das ist es einfach, was immer so schön ist, darauf dann einzugehen und ihn genau da abzuholen und da auch ganz viel draus zu nehmen, was dann wieder Kommunikationsanlässe gibt, was auch demjenigen eine Wertschätzung gibt. Ich möchte nämlich Kommunikationsanlässe schaffen, die brauche ich auch für den interdisziplinären Austausch, zum einen mit der Familie, mit Pflegepersonal, mit anderen Therapeuten, teilweise auch mit Ärzten, mit allen, die im Prinzip noch mit dem dementiell veränderten Menschen Kontakt haben. Und ich möchte auch gerade durch die Biografiearbeit den Betroffenen und sein Handeln verstehen. Wenn ich weiß, dass jemand sein Leben lang gegärtnert hat, dann kann ich verstehen, wenn er plötzlich frisch gesetzte Pflänzchen aus einem Blumenkasten ausruft, weil er sie vielleicht in dem Moment für Unkraut hält. Während wenn ich nicht weiß, dass derjenige sich immer um Blumen gekümmert hat, denke, jetzt zerreißt er mir hier meine ganze frisch gepflanzte Deko zum Beispiel. Also es ist einfach immer, man muss versuchen, durch diese Biografiearbeit eben dann auch immer mehr in den Betroffenen einzutauchen und sein Handeln einfach zu verstehen und zu begreifen. Ich habe hier ein Beispiel eines Biografiebuches, wo ich meinen Patienten, er heißt Günther, genommen habe. Günther ist ein unheimlich lebensfroher Mensch. Ich betreue ihn bereits seit 11 Jahren immer wieder und er liebte Fußball über alles. Man sieht es, er hat auch die Deutschlandflagge auf die Wangen gemalt. Er liebte den Austausch mit seiner Familie, mit Freunden. Und das Bild ist entstanden bei einer Fußball-Weltmeisterschaft, die er mit Freunden im Garten gemeinsam geschaut hat. Und dieses Bild, das regt ihn selber immer wieder an, über sich und seine Vergangenheit zu sprechen. Mittlerweile ist die verbale Kommunikation stark eingeschränkt, aber sobald er dieses Bild sieht, merkt man, da lebt etwas auf und man hat unheimlich viele Möglichkeiten, ihn da abzuholen und ihn mitzunehmen und über Fußball zu sprechen und Kommunikationsanlässe zu schaffen. Wir haben in diesem Buch ganz viele wichtige Stationen in seinem Leben festgehalten. Eine davon ist natürlich seine Hochzeit. Günther sieht ständig die Bilder, auch wenn er die Frau, die da neben ihm sitzt, bei sich zu Hause nicht mehr wirklich einordnen kann und immer denkt, ja, das ist meine Mutter. Sobald er das Bild sieht, weiß er ganz genau, wie seine Frau heißt. Und manchmal erkennt er sogar auch noch, dass die Dame, die daneben ihm sitzt, dann doch nicht seine Mutter, sondern seine Frau ist. Und das, ja, das bringt ihm ein unheimlich gutes Gefühl und auch seine Frau freut sich sehr darüber. Seine Kinder, ganz wichtig für ihn. Und bis heute zu, wenn er das Bild sieht, weiß er ganz genau, wie die Hundedame seiner Tochter geheißen hat, nämlich die Daisy. Auch das ist, wenn Hunde zu ihm kommen, seine Tochter hat heute noch einen Hund, er geht sofort darauf zu, er verbindet da unheimlich viel aus seiner Vergangenheit mit und auch das regt ihn dazu an, wieder mehr zu erzählen. Man sieht hier, am Anfang hat Günther selber noch mit eingetragen in das Buch, mittlerweile ist leider die Schriftsprache, zumindest das Schreiben, komplett verloren gegangen und alles muss durch die Therapeuten oder andere eingetragen werden. Da ist sein großes Hobby, Fußball, ein Zeitungsartikel, was ihn zeigt. Und wenn er das Bild sieht, dann fühlt er sich wirklich zurückversetzt in seine Jugendzeit, in die frühe Erwachsenenzeit, wo er dann auch wirklich als Fußballer aktiv war. Und er bewundert heute noch diesen tollen Kerl, der da reingrätscht, um den Ball zu retten. Und man muss ihn einfach da nehmen in dem Moment und seine Gefühle wahrnehmen. Dann hat man die tollsten Kommunikationsanlässe, die man eben einfach nur für eine Therapie braucht. Ein anderes Hobby ist der Karneval. Da kommt nochmal so ein bisschen die Musiktherapie von eben. Natürlich mache ich keine wirkliche Musiktherapie, aber ich merke ganz häufig, wenn das Thema Karneval ansteht, Günther singt sofort alles und manchmal singt er sogar viel mehr Text, als ich noch kenne von den Liedern und freut sich unheimlich darüber. Und auch hier merkt man wieder, wie sehr diese Biografiearbeit ihn dann zur Kommunikation bringt.
Das Buch nutzen wir hier gemeinsam in der Therapie, aber auch halt mit Angehörigen. Und man sieht, wie glücklich er hier gerade ist, dass er sich selber wiedererkannt hat. Also es ist einfach, er sieht in dem Buch und ach, das bin ja ich und freut sich unheimlich darüber. Bei dem Bild daneben, da sieht man ja, da erkennt er auch jemanden, aber hauptsächlich sich und seine Frau, den jungen Mann in der Mitte. Damit verbindet er nur was Gutes, ein tolles Gefühl, aber kann ihn gerade nicht zuordnen. Aber auch da merkt man, es bringt in ihm sehr viel, ja, zum Schwingen. Er erzählt einfach sehr viel daraufhin dann. Wir nutzen das Buch auch, wie wir eben gehört haben, mit verschiedensten Methoden. Also Gesprächsanlässe, die geschaffen werden, die schreiben wir dann auch nieder. Hier haben wir gemalt und er sollte Wörter finden, die halt anfangen mit dem Thema Weihnachten. Denn es war die Weihnachtszeit und für ihn war es ja eine ganz, ganz emotionale Zeit. Er weinte auch sehr viel, aber irgendwie konnte er dann doch über diese Bilder abgelenkt werden und hat sich gefreut, dass er unheimlich viele Wörter dazu gefunden hat, die ich dann auch versucht habe, irgendwie zu malen, damit er dann da, ja, Erinnerungen daran behält. Ein anderer Tag, da haben wir gemeinsam Wortschätzchen gefunden, heißt alte Wörter, und das war unheimlich schön, denn manche Wörter waren mir persönlich gar nicht bekannt, aber er konnte sehr, sehr viele davon erstaunlicherweise erklären und fand das auch ganz toll. Und er wuchs quasi über sich hinaus und war ganz stolz, mir was beibringen zu können. Und das resultierte, dann kam nachher das Resultat heraus, bitte die Wörter doch aufzuschreiben, damit er das mit seinen Enkelkindern und seinen Kindern machen kann, um zu schauen, was die denn davon kennen, weil er so stolz war, was gefunden zu haben, wo er eben in der Kommunikation dann doch noch der Stärkere war. Und hier sieht man nochmal einen kurzen Eintrag, den er selber geschrieben hat. Einfach nochmal so als Zeichen, dass seine Schriftsprache früher für ihn unheimlich wichtig gewesen ist. Ja, wie gesagt, mittlerweile geht es leider nicht mehr über die Schriftsprache zu kommunizieren. Das ist so eine Art, ja, Codop in Anführungszeichen gewesen, sehr modifiziert. Aber auch hier haben wir einfach Anlässe genutzt, über Themen zu sprechen, es reinzuschreiben und alle Anwesenden. Der Günther war in der Zeit in der Kurzzeitpflege und alle Anwesenden haben dann immer wieder ihre Themen aufgegriffen, was aufgeschrieben und auch reingebracht, was an dem Tag gewesen ist, sodass am Ende ein guter Austausch zwischen allen stattfinden konnte, aber vor allen Dingen auch für seine Frau, die dann wirklich sehen konnte, was ist in der Zeit gelaufen, als ich eben nicht bei meinem Mann war. Wozu nutzen wir das Biografiebuch? Ja, wir versuchen, jeden Anlass zu nutzen, um Kommunikation zu fördern. Wir versuchen auch, alle dazu anzuregen, dieses Buch zu nutzen, eben seine Gefühle, die Gefühle des Betroffenen aufzugreifen, aufzuschreiben, festzuhalten und dadurch eventuell auch den nächsten Kommunikationsanlass. Und wir nutzen verschiedene Therapieansätze, um individuell die Themen zu bearbeiten und auch in das Buch einzutragen, nicht nur die Biografiearbeit, sondern eben auch Codop und andere aus unserer Therapie bekannte Ansätze. Und die Schriftsprache versuchen wir so lange wie möglich einzubeziehen und so lange wie möglich das Schreiben zu nutzen. Wie gesagt, das Schreiben, das geht schneller verloren leider als das Lesen, aber mittlerweile ist es jetzt auch so, dass mein Günther leider das Lesen auch nicht mehr so richtig hinbekommt. Zum einen verschwimmt immer mehr, also das Sehen wird immer schwieriger, es verschwimmt alles, auch mit Brille ist nichts mehr zu machen. Zum anderen kann er auch die Zusammenhänge nicht mehr richtig herstellen. Wenn Sie jetzt noch mehr Informationen dazu haben möchten, dann gibt es von uns verschiedene Informationsbroschüren beim DBS, zum Beispiel einen zum Thema Sprachtherapie bei Demenz, den kann man sich da kostenlos runterladen. Und der andere, da geht es um die kognitiven Kommunikationsstörungen, wo ja dann auch im weitesten Sinne, wo dann auch die Demenz mit einzuordnen wäre. Die Frau Tonsch macht jetzt noch den Abschluss. Ja, dann haben Sie es gleich auch geschafft. Wir haben nur noch diese letzte Folie. Dankeschön erstmal, Michaela. Wir haben dann überlegt, Wahrnehmung und Resonanz im Bereich der Kommunikation, ja, das stellen doch ganz grundlegende Aspekte einer gelungenen Kommunikation dar und die unterstützende unserer Meinung nach, das ist jetzt eine These, die wir einfach mal so aufgestellt haben, das können wir natürlich nicht belegen,
die unterstützen demenziell Erkrankte in der Wahrnehmung ihrer Umwelt, in der Wahrnehmung des Gegenübers, wie wir an dem Beispiel der Wahrnehmung der Ehefrau eben gehört haben, aber auch in der Wahrnehmung von sich selbst. Und das führt letztendlich dazu, dass wir die Eigenidentität möglichst lange erhalten können. Und das ist uns ein großes Anliegen. Und wir denken, dass wir da eben einen Beitrag zu leisten können mit unserer Arbeit. Ja, damit bedanken wir uns für Ihre Aufmerksamkeit und die Möglichkeit, hier unsere Arbeit mal einem größeren Publikum vorstellen zu können.